So, Hallöchen, ihr magischen Miesmuscheln. Heute ranken wir mal die Clubs der ersten und zweiten Bundesliga nach Lieblingsverein, starke Sympathie, Sympathie, neutral, Antipathie und Hass. So, fangen wir mal mit der Nummer 1 an. Wer mich kennt, weiß es. Scroll mal hoch hier. Ne, Nummer 1 hier. Der Norden ist grün-weiß oder maximal noch braun. So, den Rest könnt ihr euch denken. Hamburg gehört erstmal schön hier nach unten. Hat folgenden Grund. Nicht, weil ich Werder-Fan bin unbedingt, sondern es gab auch vor 15, 20 Jahren ungefähr eine Zeit, wo ich den Verein eigentlich sogar relativ sympathisch fand. Ja, richtig gehört. Das lag daran, weil, naja, seit ungefähr 10 Jahren wirtschaften die nur noch Scheiße. Ich sag nur Kühne, der hat den in den letzten 8 bis 10 Jahren oder was, hat er den 100 Millionen in den Arsch gepumpt. Und wie die Transfers laufen und der Club so geführt wird, das sehen wir alle, nicht? Also auch die Fans und so und ja, es ist alles, es sind alles Krawallbrüder und so. Ich bin zwar auch mit Hamburgern befreundet, so ist nicht. Nicht, aber nee, Digga. Wir werden keine Freunde mehr, ganz ehrlich nicht. Ich habe zwar nichts vielleicht gegen den Fan dahinter, aber der Verein, der kann mir mal komplett am Arsch lecken. Ganz ehrlich, von mir aus können die sich auflösen. In die 8. Liga ist mir komplett Lalle. So, was mir aber nicht Lalle ist, fangen wir mal weiter oben an, wieder ein bisschen Liebe verteilen. Wie wär's mit, ich mag ja Schalke. Starke Sympathie auf jeden Fall. Durch diverse Streamer habe ich da durchaus noch mehr Sympathie entwickelt, als ich ohnehin schon immer hatte. So, jetzt wird schon ein bisschen schwieriger. Ich mag auch sehr Gladbach und Leverkusen. Jetzt weiß ich aber nicht genau, wo ich die da einordnen soll. Früher hätte ich es, denke ich, so einsortiert. Jetzt mach mal eine hier. So einsortiert. Aber mittlerweile, ich würde Schalke tatsächlich. Ja, Technik. Schalke tatsächlich auf Platz 1 der starken Sympathie ballern. Also quasi mein Zweitlieblingsverein der ersten und zweiten Liga. Ja, und dann würde ich sagen, Gladbach tatsächlich. So, kommen wir zu einem Verein, von dem eigentlich jeder irgendwie ein Fan ist. Zu denen habe ich auf jeden Fall auch starke Sympathie. Wenn wir schon mal in Baden-Württemberg sind, Niki, das ist für dich. Stuttgart muss ich nicht nur in eine starke Sympathie reinballern, ich will es auch. Und ich weiß noch nicht genau wo. Also. Ich würde sogar sagen, ein bisschen besser als Freiburg. Aber aufgrund der Skills und der jahrelangen Sympathie würde ich die beiden Vereine doch schon höher ranken. Ne? Fast, würde ich sagen. So, jetzt füllen wir mal weiter unten aus. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Zum Beispiel, ja, gegen Aue habe ich an sich nichts, aber die sind eigentlich komplett furzegal. Also, ne? Im Gegensatz zu Dresden, die finde ich durchaus sympathisch. Das werden jetzt viele Dresdner feiern, was ich gerade gesagt habe. Und die Auer werden mich hassen. Ne, aber das passt schon. So, apropos hassen. Jetzt werden mich auch viele hassen, wenn ich Folgendes mache. Zu Leipzig und Bayern habe ich tatsächlich Sympathie. Lasst es mich erklären. Lasst es mich erklären. Ich würde Dresden noch vorher ballern. Aber ungefähr so würde ich sagen. Weil, Dresden gefällt mir die Fankultur, der Fußball generell. Na, das werde ich auch noch über den einen oder anderen Verein hier sagen können. Zum Beispiel die Clubberer oder Bielefeld, Düsseldorf. Nicht? Da kommen wir noch zu. Aber Leipzig zum Beispiel, gut, man mag von denen halten, was man will. Nicht? Hier die Dosen und so, ganz klar. Es ist ein Traditionsverein, darüber sind wir alle einig. Es ist so wie Paris oder so. Das ist. Ja. So, jedenfalls, Leipzig wirtschaftet einfach hervorragend. Klar, mit ein bisschen Geld, aber ganz ehrlich, Geld schießt keine Tore, wissen wir alle. Erstmal 5 Euro ins Phrasenschwein, Kollege. Aber wie wir wissen, Geld schießt nicht unbedingt Tore. Und die haben aus einem kleinen Pupsverein, den sie gekauft haben, neu gegründet haben, den haben sie ziemlich von unten aufgebaut und sind jedes Jahr aufgestiegen. Das muss man denen erstmal anrechnen. Und die haben einfach hervorragend gewirtschaftet. Und bei FC Bayern ist einfach gut. Die haben viele gute Spieler, eine sehr interessante Mannschaft. Das war's. So, mein Vater sagt immer, er hat nichts gegen die Bayern, aber die können einfach nicht verlieren.
Ja, sobald die mal ein, zwei Spiele verlieren, ist direkt Krisensitzung und so. Ich kenne das ja als Juve-Fan ebenfalls. Wir sind ja auch die Nummer 1 Dilettanten in Italien. Ich kenne das Gefühl eher ja, vom ehemaligen Kuhn-Verein Mittelmaß und jetzt Absteiger. Ich kenne aber auch das Gefühl, Juve-Fan zu sein. Also ist nicht so, als wenn ich mich nicht in die Rennen einversetzen könnte. So, ja, ein Verein, mit dem ich auch überhaupt nichts anfangen kann. Ja, wo soll ich jetzt Mainz reinpacken? In Antipathie oder neutral? Wenn Antipathie, dann hier vor Aue. Ich würde eher neutral reinpacken. Womit machen wir jetzt mal weiter? Ja, ich würde mal sagen, Sympathie schon mal für die Kieler. Wo packe ich die wiederum rein? Also auf jeden Fall bei Sympathie, aber vor wen und hinter wem packe ich den jetzt? Das ist alles so relativ random hier. Das könnte auch so aussehen, das könnte auch so aussehen, das könnte auch so aussehen. Wo packe ich die rein? Ja, schon mal vor den Bayern ist klar eigentlich, ne? Und ich würde sagen noch vor Leipzig. So, machen wir mal weiter. Sandhausen ist mir eigentlich vorz egal. Die interessieren mich wirklich überhaupt nicht. An Aue mag ich wenigstens noch die lila Trikots von denen. Das ist das Einzige, was ich mit dem Verein irgendwie anfangen kann. Deswegen würde ich es jetzt in dieser Reihenfolge lassen. Wen ich aber toll finde, ist zum Beispiel St. Pauli. Ne, das ist ähnlich wie zum Beispiel Freiburg oder sowas. Die finde ich schon echt nicht schlecht. Ich sage ja, der Norden ist entweder grün-weiß oder braun, ist ganz klar. Ihr zählt da nicht mit. Ja, Kiel vielleicht doch nicht. Aber, Pauli. Was mache ich jetzt mit Pauli? Hierhin? Vor Dresden oder hinter Dresden? Das ist schon mal die Überlegung. Ist ja auch ein starker Verein und sympathisch. Irgendwie Freiburg, den mag irgendwie jeder diesen Verein. Ja, das ist jetzt die Frage. Ich pack die jetzt mal hier hin. So, was mache ich mit Dortmund? Was mache ich mit Dortmund? Ich finde sie nicht kacke, ich bin aber auch kein Riesenfan. Also ich finde sie auf jeden Fall schon mal weniger gut als Schalke, das ist ja ganz klar. Ich habe ja gesagt, jetzt mein offiziell irgendwie mein Zweitlieblingsverein in den zwei Ligen geworden. Was mache ich mit Dortmund? Was mache ich mit euch? Du musst dich entscheiden, jetzt oder nie. Wo packe ich euch rein? Ich packe euch mal, ich glaube, hier rein so. Also die spielen schon guten Fußball, gute Transfers, ähnliche Ausbildungsverein wie Freiburg, heute noch mit krasseren Spielern, ist klar. Oder Schalke, die Knappenschmiede, auch mega, wie ich finde, beste. Ne? Also, ich würde sagen, passt schon. So, Paderborn ist, glaube ich, mehr so die Abteilung hier. Ich habe nichts gegen die, kann aber auch überhaupt nichts mit denen anfangen. Ich würde sagen, eher noch hier. Wenn Aue mir schon scheißegal ist, dann ist Paderborn mir weniger egal. Also, das passt. So, ich tue mal meinen Fußballkollegen von Kickoff und Co. einen Gefallen. Jetzt kommt erstmal Nürnberg und Köln dran. So, von meinen Kollegen sind zwar auch Bayern-Fans dabei oder Stuttgart, ne? Gruß an dich, Niki. Oder Schalke, ganz klar. Ja, denk. Wo packe ich? Ich bin schon lange Köln-Sympathisant. Noch länger als Leverkusen. Früher hätte ich es wohl so einsortiert, denke ich. Und heute, nichts gegen Köln. Ich finde ja Gladbach und vor allem noch etwas mehr die Kölner Hymne am geilsten, ehrlich gesagt. Deswegen schon mal starke Sympathie. Auch, dass sie im Dialekt gesungen ist, finde ich ziemlich cool. Ich würde die, glaube ich, hier einsortieren. Also eigentlich würde ich sie hier einsortieren, aber da ich Niki sehr, sehr lieb habe, werde ich jetzt Stuttgart auf Platz 5 der Vereine lassen. So, was habe ich gesagt? Nürnberg. Ja, Nürnberg ist so eine Mischung zwischen, ist mir eigentlich relativ egal, ehrlich gesagt, aber ich mag die auch irgendwie ganz gerne. Also ich würde schon mal sagen, neutral sind sie mir nicht. Die kommen schon mal in Abteilung Sympathie rein. Aus Prinzip. Schon mal vor Bayern und vor Leverkusen. Aus Prinzip.
Ja, aber ich kann mit BVB mehr sportlich mehr anfangen als mit Nürnberg, auch wenn das jetzt die Nürnberger wegen Schalke Freundschaft und so das jetzt komplett abfacken wird, aber das ist mir jetzt scheißegal. 96 ist mir auch komplett Banane, also die sind hier, also das ist so, nee, ich konnte noch nie was mit denen anfangen, mit nicht einem einzigen Spieler, mit der Spielphilosophie, mit dem nix, irgendwie, die sind mir vorzeige egal, irgendwie, also eigentlich kann ich mit denen noch mehr anfangen als Paderborn, aber eigentlich eine Antipathie habe ich nichts gegen die, aber ich sehe die einfach komplett neutral. Die sind eine komplett Banane. So ähnlich Banane ist mir Augsburg, aber ich kann mit Mainz, glaube ich, mehr anfangen als mit Augsburg. Aber auch nur aufgrund der Spieler oder sowas. Also rein vom Verein oder von der Stadt oder so oder von den Fans ist mir das komplett Jacke wie Hose. Also, ja, machen wir weiter. Sympathie zum Beispiel, obwohl es Krawallbrüder sind, nämlich die meisten Hooligans und so, Frankfurt würde ich in Sympathie reinpacken. Jetzt fragt sich nur, wo. Ich würde sagen, vor Dortmund. Und auch noch vor Kiel, würde ich sagen. So, Bielefeld ist ein ähnlicher Schnack. Bielefeld zum Beispiel, wo packen wir die Bielefelder hin? Ich packe die jetzt mal hier hin. Ja, so. Fürth. Die mag ich eigentlich ganz gerne. Also ähnlich wie Bielefeld zum Beispiel, immer wenn ich die spielen sah. Oder Union zum Beispiel, die gefallen mir ziemlich gut. Union packe ich direkt mal hier mit rein. Das passt schon, glaube ich, ganz gut. Das ist, glaube ich, schon artgerecht. So, Greuther Fürth. Fürth. Also schon mal in Sympathie, würde ich sagen. Dann würde ich die hier reinklatschen. Hinter Frankfurt, aber vor Kiel. Wolfsburg, genauso ein Traditionsverein. Wolfsburg. Ja, ich finde die jetzt nicht kacke, ehrlich gesagt. Also ich würde die dann am ehesten hier reinklatschen. Während Darmstadt ist mir ja schon wieder komplett ziemlich wurscht. Ich würde Darmstadt, ja gut, für Bremer haben wir Duxch geholt von Hannover, da sollte ich ein bisschen mehr Sympathie für haben. 3,5 Millionen war das, glaube ich. Machen wir so, die Linien kommen jetzt hier rein. Dies passt. Düsseldorf, wieder eine Mannschaft, die ich sehr mag. Also Sympathie auf jeden Fall irgendwas zwischen dem und dem Bereich hier. Düsseldorf, ja, sympathisch. Dann würde ich sagen, klatsche ich die mal hier rein. Ja, starke Sympathie ist für Pauli eigentlich auch übertrieben, finde ich. Also, wenn ich jetzt Düsseldorf führt und wenn ich die Mannschaften hier habe, dann Pauli, ja, dann Pauli steigt ab. So, Ringsburg, die sind mir schon wieder komplett Banane eigentlich. Also Antipathie nicht. Ja, dadurch, dass sie jetzt vor kurzem Schalke mit 4:1 weggeklatscht haben, muss ich die ein bisschen mehr hassen eigentlich. Sagen wir mal, hier, passt. Ist, glaube ich, ganz gut in Ordnung. Wie nehme ich jetzt Heidenheim? Eine Mannschaft, die mir auch nicht unsympathisch ist. Aber eine Mannschaft, mit der ich auch nicht jetzt so krass was anfangen kann. Aber ich würde sagen, hier wird schon passen. Hertha, Big City Club, ne? Champions League Anwärter, alles klar. wo klatsche ich die jetzt rein? Ich würde sagen, zwischen Wolfsburg und Mainz, würde ich jetzt tatsächlich sagen. Also jetzt kacke finde ich sie nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht der, der sagt, Jürger, hier, Hertha BSC, 1, 2, 3, weißt du? Also, ja, wenn ich mich zum Beispiel entscheiden müsste, wenn ich zum Beispiel Wolfsburg gegen Hertha spielen würde, wäre ich, glaube ich, für Wolfsburg. Wenn Hertha jetzt gegen Mainz spielen würde, wäre ich, glaube ich, für Hertha. Also ich würde die, glaube ich, hier reinpacken. Sagen wir mal hier. So, Bochum.
tatsächlich ein Traditionsverein. Wo packe ich die hin? Ich glaube, dass es hier ganz gut ist. Das ist glaube ich, schon in Ordnung. Ähnlich wie Ingolstadt tatsächlich. Also die finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung. Ich glaube, dass auch hier hinter Bochum oder vielleicht sogar davor oder so ist, glaube ich, ganz cool. So, der KSC. Engelherzchen, das mache ich nur für dich. Meine Meinung wäre gewesen, dass ich die wahrscheinlich so hier so eingeordnet hätte. Aber nur für meine Niki packe ich die natürlich hier. Ja, jetzt Hass ist zu viel aus Prinzip, aber dann. Ja, ich packe die in Antipathie, aber dann wenigstens ganz vorne in Antipathie. Also schon wie eine 5 plus in Mathe. Also nicht, ist jetzt keine 5 minus, ist kein Komplettwaschgang. Aber naja. Hoffenheim. Haben sie verschlechtert. War mal ein ganz interessanter Club unter Nagelsmann. Die haben sich auch viel erarbeitet. Ist, glaube ich, nur so eine Stadt, ich glaube, jetzt nicht 5000 Leute oder wie viele wohnen da, oder 3000, echt verdammt wenig. Ich glaube, so 5000 oder sowas. Na gut, das zählt bei der Infrastruktur heutzutage nicht mehr. Ich meine, ne? Hoffenheim, wo packe ich euch rein? Eher bei Sympathie tatsächlich, aber wo bei Sympathie? Also eher im unteren Zweig. Die haben ja auch so ein Geldsheet, ähnlich wie Hamburg, Hertha, Wolfsburg, Ingolstadt. ja. Denk, wo packe ich die hin? Ich packe die mal hier hin. Und jetzt der FC Hansa. Ich finde die auch nicht kacke, aber ich bin jetzt auch kein Fan von denen. Ich würde die auch irgendwas in dem Bereich hier. Wo packe ich den FC Hansa rein? Welchen Platz würde denn gut stehen? Na, ich kenne den Verein so schlecht. Dafür sagen wir mal, ja, ich finde sie nicht unsympathisch, aber sagen wir es mal. So, das ist jetzt meine Liste. Ich werde euch davon gerne den Link von dem Ding hier in die Videobeschreibung reinklatschen. Dann könnt ihr den Scheiß mal selber machen. Könnt ihr mir gerne mal den Link da lassen oder auf Discord irgendwie ein Bild davon schicken, was jetzt eure Meinung ist. Wer ihr packt Werder als schlechte, als starke Sympathie, dann ist aber so. Nee, Spaß, kleiner Spaß am Rande. Nee, aber könnt ihr gerne mal selber machen, bin ich mal gespannt, nicht? Also, ich kenne ja genug, die Schalke, Stuttgart, Köln oder Nürnberg oder meinetwegen Bayern auf Platz 1 klatschen würden. Aber, naja. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Haut rein, habt noch einen schönen Tag, nicht? Und lasst es krachen, tüdelü und arrivederci. Cheerio.